Und ich möchte an dieser Stelle nochmal festhalten, dass bis dato erst ein Skater, ein Mountainbiker und ein BMXer, Lior 25, Tank, heil überlebt und gelandet haben. Alter, das war mir nicht so bewusst. Boah, da kriege ich Gänsehaut ein bisschen. Moin, aber herzlich willkommen zu einer neuen Reaction. Es handelt sich mal wieder um Lior 25. Leider wurde das Video von Dom Tomato und mir, wo wir über unsere Erfahrungen von Lior 25 und unsere Stories im Parcours uns unterhalten haben, wiedermals komplett willkürlich auf FSK 18 von YouTube gestellt. Deswegen gucken wir uns jetzt ein weiteres Video an, was kurz nach meinem Lior 25-Sprung veröffentlicht wurde. Und zwar die Geschichte der krassesten Treppe im Actionsport, Lior 25. Ich denke, es ist auf Deutsch, es haben mir viele Leute zugesendet. Ich bin wohl auch im Video drin. Und einfach mal rein, gucken, was man so noch Neues über die Treppe erfährt und wie mein Sprung eventuell auch dargestellt wurde. Im Norden von Lyon, umgeben von Theater, Kino und Museen. Und auf Deutsch. Alter, das ist auch Premiere. Steht eine Treppe mit 25 Stufen, die Actionsport, wie wir ihn heute kennen, für immer verändern sollte. Und wir schauen uns heute. Oh yes, baby! Da waren wir doch gerade schon. Hier, Dom auch mit dabei. Ich glaube, das ist Fabio Wegmann, müsste das hier sein. Ah, es geht rund, es geht rund. Jaws hier am Start. Hier der BMX-Fahrer, wie heißt er, Adams Courage oder sowas. Die komplette Timeline. Aber ich gehe sogar so weit zu sagen, dass diese Treppe nicht nur extrem bedeutend für die Action-Sport-Szene war, sondern dass diese wenigen Stufen ein Sinnbild für das gesamte Streben der Menschheit sind. Aber dazu später mehr. Mein Name ist Andi und das ist die erste Ausgabe meines neuen Formates, in dem ich spannende Geschichten aus dem Action-Sport erzähle, die meiner Meinung nach noch viel zu wenig Beachtung bekommen. Geile Sau! Alter, Andi, jetzt aber mal Andi angucken und wir merken alle, geile Ferkel, krank. Ja, da weiß ich jetzt schon, dass ich den Kanal am Anschluss abonnieren werde, fett. Das finde ich wild. Achtung bekommen. Also, let's go. Die einzigen offiziellen Angaben, die ich in einigen Skate-Magazinen gefunden habe, sind wie folgt. 4,5 Meter hoch und, das ist mindestens genauso krass, 6,7 Meter lang. Wir haben es doch auch ausgemessen. Wie weit war es nochmal? Ich glaube, 4,1 Meter hoch und 7 Meter lang, meine ich. Also ein bisschen länger als angegeben, aber dafür ein bisschen weniger hoch. Das ist geisteskrank weit und vor allem hoch. Im direkten Vergleich mit anderen ikonischen Skatespots, ich habe... Ja! Außer auf Reddit keine andere Darstellung gefunden. Sieht man allerdings, dass das mit Abstand... Oh, warte mal. ...ikonischen Skatespots, ich habe außer auf Reddit keine... Water Towers. Ich meine, das ist so ein Skateboard-Gap. Sind so zwei runde Türme. Und da drin ist ein Gap. Es wurde, glaube ich, mal geollied und auch schon geflippt. Und zwar von Ellie, von Team Fett. Von Ellie haben wir auch schon mal Videos geguckt, beziehungsweise von Team Fett über Ellie. Krass. Ja gut, hier kann man sich aber mal Inspiration holen. Ich meine, an sich ist nur interessant, um das Ding zu springen, noch die Water Towers, weil Lior 25 gemacht und alles, was da drunter ist, wäre zwar cool wegen dem Spot her, da was zu machen, parcoursmäßig. Aber halt auch viel weniger krass, sage ich mal. Ja, die Water Towers müssen es sein. Eine andere Darstellung gefunden. Sieht man allerdings, dass das mit Abstand die krasseste Treppe ist. Und um sowas zu versuchen, braucht man einen Visionär. Einen sympathischen Visionär. Schon deutlich besser. Unsere Geschichte beginnt im Jahr 2002 mit einem schwedischen Skater namens Ali Bulala. Ali veröffentlicht in einem Skate-Video namens Sorry für seinen damaligen Sponsoren folgenden Clip. In diesem Video sehen wir, wie Ali als erster Mensch jemals Lior 25 runterspringt und dabei sich und sein Board komplett zerstört. An dieser Stelle ein kurzer Disclaimer, um wenigstens den Hauch einer Chance zu haben, dass dieses Video monetarisiert wird, muss ich einige Szenen in diesem Video blurren. Alles hier wird von professionellen Athleten durchgeführt, probiert das also bitte nicht zu Hause auf eurer 25-stufigen Treppe nach. Tatsächlich versucht er es nach diesem Horror-Crash noch zweimal und beim dritten Mal passiert ihm ein fataler Fehler. Bam! Oh, that's it. It's over with. Mitten in der Luft kickt er sein Board weg und landet nur auf seinen Füßen. Eigentlich eine normale Technik von Skatern, die wissen, dass sie nicht sauber auf ihrem Skateboard landen werden. Bei Lior 25 kann man sich das aber eigentlich nicht leisten. Man ist fast angewiesen auf Skateboard, das durch das Wegrollen einiges von der Aufprallenergie absorbieren kann. So ist aber die gesamte Energie in Alis Körper reingeflossen und so musste er leider mit verstauchten Fersen aufgeben. Und na gut, das ist wild, dass sich nur die Fersen gestaucht hat, also geprellt wahrscheinlich oder sowas.
der Impact ist insane, wenn du einfach draufklatscht und dann irgendwie rollst. Er ist ja nicht mal, wollte ja nicht mehr, ist nicht mal direkt in die Rolle gegangen, so wie wir es beim Parcours machen würden, sondern ist er einfach gestompt und dann gestompt und ist dann umgefallen. Das war's. Vielleicht ist hier die Grenze des menschlich Machbaren erreicht. Lange war man sich nicht sicher, ob Material und Athleten sowas überhaupt jemals aushalten können. 13 Jahre lang blieb Lyon 25 unberührt. Und Dank. Während wir warten müssen, kannst du mal unten auf Abonnieren drücken, um in Zukunft keins meiner Videos mehr zu verpassen. Doch eines Tages... Er ist aber auch ein Fuchs, ne? Andi, glaube ich, hieß er. Andi ist ein Fuchs, ne? Während wir jetzt hier 13 Jahre oder was warten müssen, haben wir eine kurze Zeit beschäftigt. Führen wir das doch mal direkt durch. Andi, Andreas Wenzel, abonnieren. Weiter geht's. Tages tauchte ein mutiger Skater namens Aaron Homoki auf, besser bekannt als Jaws. Am 20. Juni 2014 versuchte Jaws so als zweiter Mensch jemals Lyon 25 zu bezwingen. I just got back from the doctor, said that I tore my MCL. Für die meisten wäre es das an dieser Stelle einfach schon gewesen. Doch nach monatelanger Genesung kehrt Jaws im Oktober desselben Jahres an den Spot zurück. Krank. Ich finde, an dem Clip kann man sich auch nicht satt sehen. Ich habe mir diesen Clip wirklich schon tausendmal angeguckt. Sei es vor meinem Sprung bei Lyon 25, sei es nach meinem Sprung in unserem Video oder auch einfach halt zu der Zeit und auch alles, was davor und seit dem ersten Mal, wo er das gemacht hat, gekommen ist. Den Sprung habe ich wirklich schon tausendmal gesehen, diesen Ollie da runter. Und wird einfach nicht langweilig. Ich finde, es wird, man kann sich diese Dinge immer wieder aufs Neue mit Staunen angucken. Mehrere Versuche gehen schief und immer wieder geraten Jaws und sein Team mit dem Sicherheitsteam vor Ort aneinander. Die finden es nämlich gar nicht geil, dass ihre Museumstreppe zum Schauplatz vom neuen Skate 3 wird. Irgendwie schaffen Jaws und seine Crew es aber, eine Genehmigung zu halten und endlich kann er es stressfrei versuchen. Bei dem ersten Sprung bricht eine seiner Rollen ab, was wieder einmal eindrucksvoll zeigt, welche überdimensionalen Kräfte hier wirken. Doch nach einigen weiteren Versuchen springt er ab, greift sein Board, segelt über alle 25 Stufen und schreibt Skateboarding-Geschichte. Als erster Mensch, der Lyon 25 bezwungen hat. Ali Bulala war an diesem Tag tatsächlich vor Ort, um mit anzusehen, wie Jaws sein Werk vollendete. By the way, das ist wahrscheinlich eine der besten Veranschaulichungen, wie krass dieses Stairset eigentlich ist. Eine erwachsene Person läuft diese Treppen runter und braucht trotzdem noch so unfassbar lange. Doch damit war die Büchse der Pandora erst geöffnet. In einem verzweifelten Versuch, mutige Athleten von der Treppe fernzuhalten, wurden Skatestopper vor der Treppe installiert. Das scheint einige Zeit auch geklappt zu haben, denn bis 2017 war es wieder still um Lyon 25. In dieser Zeit erlebten Scooter aber einen unfassbar großen Hype und so entschloss sich Profi-Scooterfahrer Gerald Addison, davon nicht abschrecken zu lassen. Und um ein Haar landet er direkt seinen allerersten Versuch. Aber er musste im letzten Moment einen Fuß auf den Boden setzen, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Drei weitere Versuche und mehrere zerstörte Scooter später wird er letztendlich von der Polizei rausgeschmissen. No. Mit den finalen Worten in seinem YouTube-Video versichert er, dass Lyon 25 auch für andere Sportarten als Skater möglich sein muss. Aber 15 Jahre nach dem ersten Versuch bleibt es vorerst nur das Skateboard. 2018 beginnt und ein bekloppter Athlet denkt sich Folgendes. It's definitely doable. Freerunning-Legende Dom Tomato versucht sich an Lyon 25. Mit voller Zuversicht läuft er an, stürzt sich die Treppe hinunter. Mit ihm nochmal gequatscht, ist auch in unserem Lyon-Talk quasi drin. Der hat halt wirklich fast keine Zeit gebraucht, um mich da runterzuschmeißen. Auch nicht sein höchster Frontflip auf Beton jemals. Für mich auch nicht mein fettester Frontflip jemals. Auf Beton definitiv schon. Aber für ihn halt einfach, okay, habe ich schon mal gemacht, easy, runter. Und für alle, die es nicht gesehen haben, unseren Talk, er hat sich einen kleinen Knochen im Vorderfuß gebrochen. Wahrscheinlich nur, weil sein Schuh abgekommen ist. Weil er hat seine Schuhe nicht mal extra zugeschnürt oder sonst was oder doppelt Socken angezogen, sondern ist dahin, wurde gekickt, hat sich kurz aufgewärmt, ist zurückgegangen, einmal angeguckt, zurück, rein. Schuh ist leicht abgekommen, er ist quasi so ein bisschen neben dem Schuh gelandet mit der Ferse und dem Fuß und hat sich dabei dann leider den Fuß ein bisschen gebrochen. Und er war sich damals halt auch selber nicht mal bewusst, dass das so ein fettes Ding ist, sondern einfach runter und gucken, was passiert. Einfach krank. Aber wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann klickt auf jeden Fall ins Video. In der Videobeschreibung, also unser Talk zusammen, da erfahrt ihr alles über den Sprung, was das für ihn bedeutet und so weiter und so fort. Macht einen Frontflip, rollt ab, läuft weiter und stellt fest, dass er sich den Knöchel gebrochen hat. Oh nein.
What's breaking? He broke something. Er erholt sich glücklicherweise schnell, aber versucht sich nie wieder an diesen Spot. Ob Leon 25 überhaupt ohne Hilfsmittel möglich ist, darüber sprechen wir später noch. Jetzt nimmt die Sache jedoch Fahrt auf. Bereits im Jahr drauf segnet uns Trialsgott Fabio Viper mit dem legendären Video Urban Freeride Lives 3. Noch in der Eröffnung. Kranker Clip auch. Sequenz sehen wir, wie Fabio Wiedmer Lior 25 runtersegelt und seine Federgabel in den vorzeitigen Ruhestand schickt. Die kompletten Hintergründe zu diesem irrwitzigen Stunt kann man übrigens in Fabios eigener Doku sehen. Krank mit dem Dingen davor. Alter. Die kompletten Hintergründe zu diesem irrwitzigen Stunt kann man übrigens in Fabios... Das? Alter, ist das geil. ...eigener Doku sehen. Dicke Empfehlung an der Stelle. Passenderweise ist es Fabio, der genau damit klar macht, Lior 25 ist nicht nur für eine Sportart da. Und eine Flut von wahnsinniger Athleten sollte ihm folgen. 2020 versucht es zunächst der französische Skateboarder Aurélien Girard. Mit einem Fiat gefüllt mit zwei Boards und zwei Freunden will er die Treppe erzwingen. Die Skate-Stopper können ihn nicht aufhalten, doch leider scheitert er am Ende, jedoch mit extrem knappen Versuchen. Anfang 2021 veröffentlicht. Alle, die das Board verlieren oder da irgendwie nur so auf den Füßen aufkommen, sind raus. Zumindest mal für den Tag, aber auch für wahrscheinlich für ein paar Monate weiter. Das ist einfach vorbei. Vor allem einfach in diesen dünnen Skateschuhen ist vorbei. Waren wir uns alle sicher, auch also Dom und ich beide. Der Impact ist einfach so geisteskrank da unten. Das ist eigentlich unmöglich, wenn du da nicht perfekt abrollst und perfekt auf deinen Füßen landest, dass die Füße da. Also die sind. Hundertprozentig zumindest mal stark geprellt. Es ist insane, der Impact, wirklich. Kirian Tulay, ein Video, in dem er versucht, Lyon 25 mit einem Motorrad zu bewältigen. Insgesamt dreimal. Digga, jetzt mal sorry, aber das sieht ja einfach nur kläglich aus, oder? Mit einem fällt einfach nur um. Motorrad zu bewältigen. Insgesamt dreimal versucht er sich... Aber hat er sich die Hand gebrochen? Insgesamt dreimal versucht er sich an dem Stairset. Doch jedes Mal crasht er, zerstört sein Bike oder verletzt sich am Handgelenk und Becken. Beim vierten und eigentlich seinem finalen Versuch bricht er ab und berichtet in einem absolut ehrlichen und emotionalen Statement, dass ihm das Risiko einfach zu hoch ist und er sich nicht an Lior 25 nochmal verletzen möchte. Absolut verständlich, Bro. Doch noch im selben Jahr versucht sich ein weiterer Scooterfahrer namens Babusi an diesem Stairset. Und obwohl ein Straightjump absolut gereicht hätte, sich in die Geschichtsbücher einzutragen, entscheidet er sich dafür, einen Tailwhip zu machen. Und oh mein Gott, es war so knapp. Aber wieder einmal war die Aufprallenergie zu hoch. Er sieht einfach aus wie Josh Malen im Parcours. Oh mein Gott, es war... Er bounced einfach wieder hoch, Mann. So knapp, aber wieder einmal war die Aufprallenergie zu hoch. Im November desselben Jahres betritt der dritte Athlet Courage Adams die Bühne. Und der BMX Pro ist nicht zum Spaß hier. Nach zwei brutalen Slams setzt er an und steht als erster BMXer Lior 25. Und das nicht nur einfach so, sogar mit einem Barspin. Fabio Wittmer wild. Aber man muss auch die Federung in Fabio Wiedmers extra dafür gebauten Fahrrad beachten. BMX hat keinerlei Federung, 0,0 Federung. Ich kenne mich in beiden Sportarten nicht so gut aus, aber mal so von den Rahmenbedingungen oder im wahrsten Sinne des Wortes Rahmen, ja, hier, Rahmen von den Fahrrädern, ist das ja wirklich 10-mal wilder als der Jump von Fabio Wiedmer. Digga. Und danach wird die Lage komplett unübersichtlich. Immer mehr Scooter-Clips tauchen auf, einer brutaler als der andere, deswegen muss ich euch diesen Anblick auch wieder ersparen. Und obwohl bis dato noch niemand auch nur einen Straight-Jump auf einem Scooter geschafft hat, gibt es Leute, die Tailwhips versuchen oder 2023 ihn hier, der einfach einen Double-Bar-Spin versucht. Doch kein Scooterfahrer war damit bisher erfolgreich. Ein weiterer BMXer namens Mickey Fleck postet ein Video von einem Bar-Spin-Versuch und behauptet, der Clip wäre schon 2019 entstanden. Unzählige zerstörte Scooter und gebrochene Knochen später sehen wir noch im selben Jahr den bis dato verrücktesten Versuch. Dimitri Papp nimmt Anlauf und macht einfach einen Krank. 360 aus 4,5 Meter. Und der Versuch war richtig gut. Ja, sah ultra smooth aus. Aber der Aufprall war so heftig, dass seine Speiche dabei gebrochen ist. Anscheinend haben wir wieder ein Limit erreicht. Das Vorstellungsvermögen, der Skill und die Körper von den unterschiedlichsten Athleten scheinen nun stärker zu sein als die aktuellen Scooter und BMX-Bikes. Also machen wir jetzt die metaphorische Klammer zu, die wir 2018 geöffnet haben. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal festhalten, dass bis dato erst ein Skater, ein Mountainbiker und ein BMXer, Lior 25, Krank. Heil überlebt und gelandet haben. Alter, das war mir nicht so bewusst. Boah, da kriege ich Gänsehaut ein bisschen.
Alter, das war mir irgendwie gar nicht so krank bewusst. Ich dachte mittlerweile, dass, ja, es jagen sich hier der Reihe nach Leute da runter, aber ja. Es Doch kein Geringerer als Jan Schlappen hat die Grenzen des physisch Machbaren erneut verschoben. Mit einem Textbook Frontflip segelt er die 25 Stufen hinunter, rollt sich ab und läuft erstmal 5 Sekunden weiter, um sicher zu gehen, dass es sich nicht doch irgendwas gebrochen hat. Ja! Was eine absolute Legende, dieser Kerl. Und damit ist er jetzt in einem sehr elitären Kreis, denn bisher haben nur 4 Personen Lior 25 bezwungen. Immer wenn man denkt, die Grenzen des physisch Machbaren sind erreicht, kommt von irgendwoher ein durchgeknallter mit Fukuhila um die Ecke und sagt: Krank, es ist gefährlich, man weiß es aus der Historie, aber es geht halt auch. Aber es ist halt. Ah, ihr seht mich gerade nicht, oder was? Ihr seht mich nicht, da bin ich! Da bin ich! Ein übelster Fullstand mit geisteskranker Verletzungsgefahr. Das weiß halt vorher auch. Also, was denkt ihr, sehen wir als nächstes? Endlich einen Scooterfahrer oder noch krassere Tricks? Vielleicht die erste Frau? Schreibt das gerne mal unten. Ja, sehr! Rizzo! Rizzo geht da als nächstes, Ronald. Ist doch glasklar. Ah, Frau wäre krank. Frau wäre krank. Ich weiß es nicht. Ich wüsste nicht, in welchem Sport. Ich kenne mich in den anderen Sportarten jetzt aber auch nicht so krank aus. Also Skateboard-Frau, das halte ich für komplett unwahrscheinlich. Mountainbike könnte ich mir vorstellen, weil es meiner Meinung nach das Einfachste ist von allem. Scooter, wäre geil, wenn es generell jemand schafft. Parkour-Frau, wäre wild, aber im Leben nicht. Ist wirklich keine Frau im Ansatz auf dem Level, das wegtaken zu können. Also was... Weder Frontflip noch, es gäbe natürlich Frauen, die den Running Jump runter schaffen würden, aber ich weiß, also mir würde eine einfallen, Lola Roy aus Frankreich, die den vielleicht senden würde, aber ob sie den überstehen würde, ich weiß es nicht, sie ist auch sehr klein. Ja, ich glaube, also was wild wäre, was ich persönlich noch richtig wild fände, wäre Ski. Das Ding ist unmöglich, brauchst eine Drehgenehmigung und alles mögliche, weil du musst den Schnee dahin transportiert kriegen. Oder Snowboard, Scooter, wäre geil, wenn es passiert. Könnt mir auch vorstellen, weil jetzt so viele Videos jetzt wieder kamen, durch das Video, durch mein Video und so, dass Scooterfahrer da nochmal Bock drauf kriegen, es weiter zu probieren, bis es einer schafft. Und was krank wäre und was ich mir vorstellen könnte, was auch vielleicht bald passiert, ist ein Skateboard-Flip, also ein Kickflip-Runner. Oder was auch immer, Popshowit, kein Plan, was. Die Kommentare und lasst mich wissen, welche legendären Spots wir uns noch anschauen sollen. Oder stimmt, Blades. Wow, Inline-Skates, Alter. Ich fahre keine Inline-Skates, aber das wäre geisteskrank. Muss ja auch noch ballern. Boah, das kann ich mir nicht vorstellen. Wäre geil, wenn, aber das kann ich mir im besten Leben nicht vorstellen. Themen aus dem Actionsport euch sonst noch interessieren. Ich habe auf jeden Fall noch eine ganze Menge Ideen. Bleibt also gesund, wenn ihr 25 Treppen runterspringt und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Ja, krankes Video, ey. Geiler Typ. Weltklasse Ding. Weltklasse Doku. Like ist natürlich da gelassen. Ja, schön alle abonnieren und ja, hier natürlich auch gerne alle Kommentare liken. Der Schlapp mal das Ding weggemacht. Ja, sehr klar. So war nicht so Gaumenschmaus oder was? Ja, geile Nummer oder was? Ich gehe mit dem Grinsen dann jetzt auch zur Haier. Tschüss.